Du, jemals Mr. Midnight. Du flauschiges Kätzchen. Ah, magst du das? Haha. Hier bin ich. Fan, meine Liebe. Du hast Blätter auf dem Kopf. Du bist hübsch. Oh, lass mich dich ansehen. Was für eine tolle Etersianerin du geworden bist. Vielen Dank, Herr König. Der Doktor ist unglaublich. Er hat gezaubert mit dem Wasser. Aber er war traurig. Er hat mir viel erzählt, aber ich habe es nicht wirklich verstanden. Keine Sorge. Palontras kommt schon zurecht. Ich kenne die Gründe. Wir müssen einige Probleme lösen, aber das sollte keine deiner Sorgen sein. Sprechen wir darüber, wie du nach Hause kommst, ja? Ja, bitte. Ihr sagtet etwas über einen großen Zauberer. Ja, der große Zauberer ist der Einzige, der dir einen menschlichen Körper zurückgeben kann. Und er hat Steine, die die Tür öffnen, die dich nach Hause führt. Wo ist der Zauberer? Welche Steine? Dieses Land ist voller Dinge, die ich nicht verstehe. Haha, du hast noch nicht mal das Schloss verlassen und willst schon alles wissen? Das ist die Leidenschaft, von der ich sprach. Hab Geduld, Fran. Der große Zauberer lebt im großen Berg Kotrem. Aber wir haben ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Finde ihn und alles wird wieder gut. Warum habt ihr noch nicht selbst versucht, den großen Zauberer zu finden? Naja, das müssen wir nicht. Das müssen wir nicht. Alles kann logisch sein, ne? Schau mal. Wir brauchen keinen Zauberer, um zu zaubern oder Tränke herzustellen. Das können wir selbst. Die wichtigste Aufgabe des Zauberers ist es, die Steine zu beschützen, die die Tür öffnen. Verstehe. Die Steine sind also Schlüssel. Und wo ist dieser Berg? Du wirst herumfragen müssen. Folge den Zeichen. Ich muss jetzt gehen. Aber ich werde rechtzeitig wieder da sein, um dir mit der Tür zu helfen. Habe einen tollen Iterster-Tag und viel Glück bei der Suche nach dem großen Zauberer. Hallo, Tras! Das große flauschige Ding da. Das ist Palontras. Er hat mich wieder heil gemacht. Ja, in der Tat, sehr flauschig. Oh, fast vergessen. Hier ist deine Tasche. Oh, danke, Kätzchen. Hast du meine Tabletten irgendwo gesehen? Ich glaube nicht. Vielleicht sind sie auf der anderen Seite des Sees. Neben deinen Klamotten. Naja, wir haben sowieso anderes zu tun. Wir müssen den Zauberer finden. Ja, der König sagte auch etwas von einem Berg. Ja, Berg Kotrem. Dort lebt der große Zauberer. Gehen wir. Verrückte Welt. Einfach nur verrückte Welt. Nein, nein, du kannst nicht rein. Es ist geschlossen. Oh, verschlossen? Das wusste ich nicht. Was ist hinter dieser Passage? Nun, die Bibliothek natürlich, aber sie ist geschlossen. Komm im Herbst oder Winter wieder, dann wird sie geöffnet sein. Hey, bist du nicht der sprechende Baum, den ich zu Palontras gebracht habe? Ja, das bin ich. Palontras gab mir Arme und Beine. Ja, und deinen Kopf auch. Das ist sehr gut. Ja, aber warum ist die Bibliothek geschlossen? Na, wenn die Sonne sich um den zweiten Mond von Iterster dreht, haben wir geöffnet, klar? Nur dann kann wahres Wissen gelernt werden. Und das geschieht nur im Herbst und Winter. Oh, im Sommer oder Frühling lernt man also gar nichts? Natürlich lernen wir. Wir lernen ständig. Ich lerne gerade jetzt, dass du gerne viele Fragen stellst. Naja, ich bin neugierig, darum. Hier in Iterster sieht alles so anders aus. Du bist wohl nicht von hier. Naja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, vielen Dank. Tschüss. Bibliothek für uns geschlossen. Voll doof. Was ist das?
das ist etwas gruselig, aber auch so schön. Fühlt sich an, als könnte ich fast fliegen. Ich würde Mami und Papi gerne herbringen. Sie würden es hier lieben. Ich dachte, wir haben Höhenangst. Okay, ich frage mal den, ob der weiß, wo der Zauberer ist. Hallo? Bist du eine Wache? Ja. Oh, verstehe. Weißt du, wo der Berg Kotrem ist? Ja. Kannst du mir sagen, wo er ist? Ja. Nun, sag es mir bitte. Den Kotrimberg gibt es nur im Winter. Winter? Wovon redest du? Natürlich im Winter. Das dachtest du. Aber ich kann nicht auf den Winter warten. Oh, darauf wartet man nicht. Man geht dahin. Gehen? Oh, aber wie? Tut mir leid, ich bin nicht so gut im Erklären. Geh die Treppe runter und dann geradeaus. Du wirst einen Uhrmacher finden. Er kann Dinge erklären. Hat er bei mir mal versucht. Okay, danke. Das ist eine Karte, die ich nicht lesen kann. Oh, wow, das verstehe ich nicht. Wow, verstehen es nicht. High five. Oh Mann, geh mal die Treppe runter. Geradeaus hat er gesagt. Oh. Oh, schön hier. Gruselig, aber schön. Hallo. Ah, wer ist da? Wer? Ich, Fran. Siehst du mich nicht? Oh, jetzt sehe ich ein wenig. Du hast 4 Augen. Wow. 4 Augen? Ich habe keine... Was verkaufst du? Ach, nur die besten Blobbers im ganzen Land. Willst du mal riechen? Na klar, sie sehen aus wie Kokosnüsse. Es ist, sammlich. Das sind keine Kokosnüsse. Ah, wie auf der Toilette? Wow, ich dachte, das wäre nicht gut, zu essen. Nicht gut? Wieso? Es ist sehr lecker, wir lieben es hier. Es lässt alles wachsen und leuchten. Ich muss jetzt los. Viel Glück mit deinem Plobbers. Tschüss. Alter, Mr. Midnight, was machst du? Spiel nicht Kalle den Eisbär. Gut, Faden und Stoff, um Dinge herzustellen. Hallo, ich bin Fran. Was machst du da? Guten Tag, ich bin Potter und ich schmelze dieses Stück Eisen. Oh, für was? Ich muss dem Uhrmacher ein paar Uhrenteile liefern. Oh, verstehe. Du kennst dich also aus dem mit. Du kennst dich also mit Metall aus und so. Klar, wenn du Ideen hast, sprechen wir darüber und padam, ich mache es. Das ist gut zu wissen. Vielen Dank. Nun, ich muss arbeiten. Aber wenn du mich brauchst, weißt du, wo du mich findest. Okay, der Scheißhaufenkäfer, der Stoffe verteilt und der Schmiede. Das klingt wie der Uhrenmacher. Hallo, was tust du da? Ich arbeite an meinen Uhr. Oh, verstehe. Weißt du, wo ich den großen Zauberer finde? Nein, ich mache Uhren. Ich repariere Uhren, ich höre Uhren. Tick-Tack. Und weißt du, wo Berg Kotrem ist? Der Kotremberg existiert nur im Winter. Sonst ist er nur ein normaler Berg. Ich kann nicht auf den Winter warten. Der König hat gesagt, dass der Zauberer dort ist. Man kann nicht auf den Winter warten? Wie absurd. Zeit ist unendlich. Geschichte der Realität. Oh, eine Geschichte der Realität? Das klingt toll. Was soll ich also tun? Geh zur großen Uhr und ändere die Jahreszeit. Einfach ändern. Wo ist die Uhr? Nun, geh in Richtung Schloss, aber geh nach links, wenn du die Treppe siehst. Auf dem Baum wirst du eine große Uhr finden. Viel Glück. Danke sehr. Du bist sehr nett. Tschüss. Dann gibt's Zeitung. Okay. Und Obst.
Nein, ich, das ist bestimmt ein Mädchen. Man sieht es an den Haarspangen. Dann gehen wir zur Uhr. Ah. Das ist sie. Das ist eine komische Uhr. Wo sind die Zahlen? Sie hat Symbole und Farben, aber die Zeit zeigt sie scheinbar nicht an. Naja, die Zeit läuft etwas anders hier in Eterster. Das ist eine komische Uhr. Hm. Können wir umstellen? Oh, klingt, als wäre etwas kaputt gegangen. Vielleicht mache ich etwas falsch, aber wie funktioniert das? Ah, ich weiß es nicht. Vielleicht kann mir... kann um Hilfe bitten. Nö, irgendwie nicht. Da lang. Oh. Hallo? Guten Tag, lebendiges Etwas. Ist alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Was machst du da? Ich rieche an dieser Blume. Wunderbare Kreation. Hm. Wartest du auf jemanden? Ich warte darauf, dass die Zitronen wachsen. Magst du Zitronen? Für meinen Geschmack etwas zu sauer, aber Limonade ist lecker. Ich werde Limonaden herstellen. Für die Gäste der Bar, weißt du? Wir tun auch noch etwas anderes hinein, damit wir fliegen können. Fliegen? Wow! Das möchte ich auch mal versuchen. Klingt toll. Ja, darum warte ich. Das kann man nicht erzwingen. Hey, die Bar öffnet im Herbst und ein sehr toller Tänzer wird auftreten. Du solltest unbedingt vorbeikommen. Vielleicht tue ich das. Klingt toll. Danke. Tschüss. Der hat uns auch nicht weitergeholfen. Wie? Vielleicht kann uns hier jemand helfen. Ach nee, ist das die Bar? Oh, ich frage mich, was das ist. Problem ist, wir können nicht lesen. Ich vermute aber, es ist die Bar. So, ist nur so eine Vermutung. Oh, da steht bestimmt was Wichtiges drauf. Hier scheint es den Berg hochzugehen. Nur Bäume und Blumen gibt's hier. Gehen wir weiter hoch. Hm. Die Bergspitze ist sehr hoch, weil es die Spitze ist. Ich frage mich, wie ein sprechender Berg klingen würde. Ich glaube, das wäre sehr laut. Wie ein Erdbeben. Hm. Können wir irgendwas mitnehmen? Hm, okay, gut. Okay, wir müssen Winter einstellen. Wir müssen nur wissen, wie die Uhr funktioniert. Ob uns diesbezüglich der Uhrenmacher vielleicht nochmal helfen kann? Hm. Klingt, als wäre etwas kaputt. Oh nein, mit dem Messer machen wir erstmal lieber nichts. Hm. Fragen wir nochmal den Uhrenmacher, ob der uns noch weiterhelfen kann. Ich habe ein kleines Problem. Hm, ja. Nun, ich habe keins. Die große Uhr auf dem Baum ist kaputt. Ich kann sie nicht reparieren. Bitte hilf mir. Eine kaputte Uhr? Eine Schande. Arme Uhr. Du musst mir helfen. Bitte reparier sie für mich. Ich flehe dich an. Du musst nach Hause. Ich repariere keine Uhren umsonst. Sonst ist meine Lebenszeit verschwendet. Was meinst du damit? Ich nehme eine große Goldmünze pro Uhr. Zeit ist Gold, du weißt schon. Ich habe keine Münzen. Hm, dann wird keine Uhr je repariert. Bitte, tu mir den Gefallen. Ich muss nach Hause. Dann kann ich dir nicht helfen. Bring mir eine Goldmünze oder nichts wird repariert. Verstehe, danke. Mal sehen, ob ich dir etwas Gold besorgen kann. Tschüss. Hm. Können wir irgendwie Geld verdienen? Einmal Zeitung austragen? Hallo, gibt es Neuigkeiten? Guten Tag. Täglich möchtest du die Zeitung lesen? Ich kann Iterani, wie nennt man die Sprache hier? Iterster, Weißt du das nicht? Das ist Isternisch. Bist du ein Tourist? ja, bin ich. Ich bin ein Tourist. Mein Name ist Fran. Oh. Ich habe noch nie einen Touristen gesehen. Und eine Fran auch nicht.
Willkommen in die Eterster. Ich hoffe, du hast hier Spaß. Vielen Dank. Ich muss jetzt los. Tschüss. Hier waren wir noch nicht. Oh nein, ich ahne Schlimmes. Hallo. Guten Tag, junges Ding. Was tust du da? Der Krieg beginnt bald und ich kann den Sinn im Sinnlosen nicht erkennen. Was meinst du damit? Mach mit, junges Ding. Wenn du lebendig zurückkommst, gebe ich dir eine Goldmünze. Mitmachen? Wobei mitmachen? Das Spiel beginnt gleich. Du bist Kamalas, ich bin Valokas. Schwarz und weiß, so wie Schatten und Licht. Ist das irgendein Brettspiel? Ja, ein Brettspiel. Tauchen wir ein in dieses Abenteuer. Du gegen mich. Du bekommst eine Münze, wenn du gewinnst. Na, was meinst du? Ja klar, aber wie sind die Regeln? Wer schafft, drei gleiche Symbole diagonal, horizontal oder vertikal zu legen, gewinnt. Wir werfen die Maschine und schauen, wer anfängt. Bist du dabei? Klar, klingt wie ein Spiel, das wir in der Schule gespielt haben. Tic-Tac-Toe. Aber warum gibst du mir Gold, wenn ich gewinne? Zeit ist Gold und ich bin hier, ich bin sehr alt. Ich bin schon sehr lange hier. Ich will einfach nur Spaß haben. Verstehe. Na dann, spielen wir. Oh. Ich darf anfangen. Das wird ein Unentschieden. Scheiße. Ich spiele immer unentschieden. War klar. Ich kann nur unentschieden spielen. Oh Mann. Ja gut. Es ist wieder unentschieden. Wir spielen einfach immer unentschieden. Scheiße, hat gewonnen. Oh Mann. Kann man das gewinnen? Wir spielen immer unentschieden. Immer. Kann man das überhaupt gewinnen? Ich denke ja dahin. Unentschieden. Er wird
immer passen. Da liegt jetzt dahin. Wieder unentschieden. Das wird irgendwie nichts. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ich bin sehr gut darin. Wir wissen, wo wir unsere Goldmünze herbekommen, aber wir wissen noch nicht genau, wie. Guten Tag. Guten Tag, kleines Wesen. Und WB. ich habe fliegende Boote gesehen. Wie funktionieren die? Stell dir vor, sie würden schwimmen, aber statt auf Wasser in der Luft. Ganz einfach. Könnte ich mir wohl eines deiner Boote leihen und wegfliegen? Ich will nach Hause. Oh, nach Hause fliegen? Verstehe. Leider funktioniert diese Boote nur bei Isterianern. Verstehe, naja, danke sehr. Viel Spaß noch beim Boot bauen. Hallo, kleine Wurzel. Du bist so niedlich. Oh, danke. Du bist auch niedlich. Ich bin Fran und du? Ich? Nein, ich bin nicht Fran. Ich bin Selma und ich will den ganzen Tag singen. Hast du dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied geht so. 1 und 1 sind 2, 1 und 2 sind 3, 2 und 3 sind 5. Und 3 und 5 sind 8. Und weiter weiß ich nicht. Das habe ich in der Schule gelernt. Es ist lustig. Oh, das klingt sehr mathematisch. Ich muss jetzt gehen. Du hast übrigens wunderschöne Früchte. Mach's gut. Wir müssen den irgendwie verarschen. Bescheißern. Fummeln. Frage ist, wie? Das kriegen wir noch hin. Finden wir heraus.